In diesem Video möchte ich die AVM Fritzbox 7530 vorstellen. Die Fritzbox 7530 vom deutschen Hersteller AVM positioniert sich als günstiger WLAN-Router für Einsteiger, ist das Nachfolgemodell von der Fritzbox 7430 und seit Ende 2018 erhältlich, hat jetzt etwas schnellere Netzwerkschnittstellen, schnelleres WLAN und unterstützt auch aktuellere DSL- und VDSL-Standards. Die Box positioniert sich unterhalb der 7590. Diese hat ein High-End-WLAN integriert, mehr Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel auch für ISDN-Telefone und andere Funktionen. Aber die genauen Details beider Boxen erkläre ich in einem anderen Video. Die 7530 ist für den Einsatz am DSL, VDSL und Glasfaseranschluss konzipiert und eignet sich daher bestens für die Telekom Magenta Zuhause-Tarife. Sie kann am VDSL Vectoring und auch am VDSL Super Vectoring Anschluss mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde genutzt werden. Nicht kompatibel hingegen ist die Fritzbox mit dem Magenta Zuhause Hybrid-Tarifen, wo ja DSL, VDSL zusammen mit dem Mobilfunk LTE gebündelt wird. Die Box selber kann zwar per Funkstick ausgestattet werden, also ein USB-Funkstick mit LTE-Verbindung, aber kann dies dann nicht bündeln mit dem DSL. Wenn Sie also einen Hybrid-Tarif nutzen möchten, empfehlen wir hier den Speedport Pro der Telekom. Die AVM 7530 unterstützt WLAN AC mit bis zu 866 Mbit pro Sekunde und WLAN N mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Sie hat einen integrierten Gigabit-Netzwerkswitch mit 4 Gigabit-Ports, also LAN-Ports. Eine Telefonanlage ist integriert mit einem analogen Port und zudem werden auch Schnurlostelefone bis zu 6 Stück unterstützt und natürlich auch noch eine USB-Schnittstelle für Netzwerkgeräte zur gemeinsamen Nutzung. Zum Lieferumfang gehört alles dazu, was für die Inbetriebnahme notwendig ist. Ich habe den WLAN-Router selbst, dann hier ein etwa 4 Meter langes Anschlusskabel, das wird einfach mit Ihrer Telefondose verbunden, um die DSL-Verbindung herzustellen. Dann habe ich hier das Netzteil für die Stromversorgung des Routers und ein 1,5 Meter langes flaches Netzwerkkabel. Das kann verwendet werden, um den Computer anzuschließen oder auch ein vorgeschaltetes Glasfasermodem. Außerdem hier noch eine Schnellstartanleitung und ein Routerpass, wo letztlich die Zugangsdaten, also Gerätepasswort und WLAN-Kennwort draufstehen. Die Fritzbox 7530 hat Dual WLAN, das heißt also paralleles WLAN auf 5 GHz und 2,4 GHz. Auf dem 5 GHz Band werden Geschwindigkeiten von 866 Mbit pro Sekunde erreicht, das ist der WLAN AC Standard, und auf dem 2,4 GHz Band, also WLAN N, werden Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit erreicht. Was nicht integriert ist, ist die MIMO-Antennentechnologie, also die Mehrfach-Antennentechnologie, auch nicht dieses Multi-User-MIMO. Wenn Sie dieses leistungsstarke High-End-WLAN nutzen möchten, dann empfehlen wir das stärkere Modell 7590. Die Mesh-Fähigkeit hingegen ist gegeben, das heißt, ich kann mit dieser Fritzbox mein eigenes Mesh-Netzwerk aufbauen, indem ich hier zugehör diese WLAN-Repeater oder das neuere Modell oder die Fritz Powerline Adapter mit WLAN-Funktion installiere in den verschiedenen Räumen in meinem Haus oder in meiner Wohnung. So wird das WLAN-Signal verstärkt durch diese Repeater und durch das Mesh-Netzwerk wird immer der optimale Zugang für mein Endgerät gesucht und letztlich zugeteilt. Das heißt, wenn ich mich mit dem Smartphone durchs Haus bewege, wird das Gerät automatisch umgebucht auf das für mich optimale Sendegerät. Neben dem eigenen WLAN kann die 7530 auch ein Gäste-WLAN bereitstellen. Das heißt, Sie haben dann einen eigenen WLAN-Schlüssel für Ihre Gäste. Diese können dann das Internet nutzen, aber nicht auf Ihre persönlichen Daten im Netzwerk zugreifen. Neben schnellen WLAN kann die Box allerdings auch Netzwerkgeräte per Kabel versorgen. Es gibt an der Rückseite hier diese 4 gelben Buchsen und jede dieser Buchsen unterstützt Gigabit-Geschwindigkeit, also 1000 Mbit pro Sekunde, um zum Beispiel Computer oder andere Netzwerkgeräte per Kabel anzuschließen. Außerdem an der Rückseite hier auf der Seite die Buchse für die Stromversorgung und auf der anderen Seite in hellgrau die Buchse für die DSL-Versorgung, also dort wird das DSL-Anschlusskabel mit Ihrer Telefondose verbunden, um so das Internet herzustellen. Mit der Fritzbox können Sie aber nicht nur im Internet surfen, sondern auch IP-Telefonie, also den IP-basierten Anschluss zum Beispiel von der Telekom, nutzen. An der Rückseite befindet sich hier eine Phonebuchse, um ein analoges Endgerät per Westernstecker anzustecken. Alternativ gibt es hier auf der Seite
Eine TRE-Buchse, dort kann ebenfalls ein Telefon angeschlossen werden. Außerdem ist eine DECT-Basisstation integriert, an der Sie bis zu 6 Schnurlos-Telefone anschließen können. Zum Beispiel hier diese Fritz-Phone-Schnurlos-Telefone. Alternativ gibt es hier zum Beispiel auch DECT-Schaltsteckdosen, um dann solche Funktionen auch zu nutzen. An der anderen Seite der 7530 befindet sich hier noch ein schneller USB 3-Anschluss. Dort können Sie zum Beispiel einen Drucker anschließen oder eine USB-Festplatte, einen USB-Speicherstick und dann gemeinsam im Netzwerk auf diese Daten zugreifen. Oder alternativ kann auch ein USB-Funkstick für LTE oder HSPR angeschlossen werden. An der Vorderseite der Fritzbox gibt es noch verschiedene Tasten- und Info-LED. Ich habe hier einmal die Power- und DSL-Leuchte, die halt anzeigt, ob die Verbindung steht. Dann habe ich hier die WLAN-LED mit Taste, dort kann ich das WLAN ein- und ausschalten bei Bedarf. Dann habe ich hier DECT und Phone für die Schnurlos-Funktion, Schnurlos-Telefone. Hier die Connect- und WPS-Taste, um WLAN-Geräte schnell per WPS zu verbinden. Und noch eine Info-LED, die kann ich im Menü dann frei definieren, zum Beispiel, dass dort angezeigt wird, wenn Nachrichten auf dem integrierten Anrufbeantworter drauf sind. Die 7530 ist auch optimal geeignet zur Nutzung am Magenta-TV-Anschluss, also dem Fernsehen der Deutschen Telekom. Auch UAD oder 4K-Fernsehen wird damit unterstützt. Als Telekom-Breitband-Internet-Neukunde können Sie die Fritzbox 7530 bei uns günstig zum Neuvertrag mitbestellen. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite oder Sie rufen einfach unsere unabhängige Beratungshotline an. Wir schauen, welche Tarife an Ihrer Anschrift möglich sind und beraten Sie dann gern zur Fritzbox mit Magenta-Zuhause-Tarif.